Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem Tutorial, wie man eine relativ gute und effektive Mobfarm baut. Hier vorne, wie ihr so seht, habe ich die Mobfarm mal gebaut, um zu testen, ob sie denn auch wirklich funktioniert. Und ich muss sagen, sie funktioniert relativ gut. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch heute zeigen, wie man diese Zombie-Fabrik, muss man hier eher schon wiederum sagen, genau funktioniert. Zuerst erkläre ich mal, wie sie genau aufgebaut ist und danach zeige ich, wie man sie baut. Also, wir haben hier oben den Spawn-Bereich, wo man mit SpawnX arbeiten kann oder mit Spawnern, je nachdem. Wie viele Spawner jetzt hier genau reinpassen, das kann ich ja leider nicht testen, da ich im Kreativmodus auf Einzelspieler keine Spawner herstellen kann. Aber ich kann das Prinzip zeigen, indem ich selber mal hier Mob spiele. Dazu werde ich jetzt erstmal diesen Weg hier folgen. Also, die Zombies spawnen und fallen hier ins Wasser und werden automatisch, ohne dass sie irgendwas machen müssen, hier hinübergetrieben und werden dann hier hinuntergespült. Dort haben wir ein Wasserbehältnis, damit sie nicht gleich Fallschaden bekommen, werden hier durch diesen Kolben, der ausgefahren ist, abgebremst. So, das ist die erste Etage. Da, man kann nicht sagen, man hat sie in zwei Etagen unterteilt. Wie wir jetzt natürlich diesen Kolben wieder deaktivieren, ist mit dieser Redstone-Schaltung hier möglich, die nach oben an den Kolben führt. Dann haben wir nämlich folgendes Prinzip aufgestellt. Ich möchte nämlich die Zombies mit Full Life töten. Das einzige Problem, das ich versuche noch zu beheben, ist da die eine Stelle, weil dort das Wasser in beide Richtungen treibt. Aber ich glaube, da habe ich auch schon eine Möglichkeit, und zwar einfach mit einem Half-Step. Das werde ich gleich dann mal testen. Weil wenn sie hier abgebremst werden, sie bekommen zwar trotzdem keinen Fallschaden, aber wir können sagen, wir lassen die Zombies einmal da halten und halten sie dann hier auf. Das leuchten wir einmal kurz aus. Das haben wir hier mit einem Kolben gemacht, weil wir können hochspringen und schwimmen hoch. Die Skelette tun dies aber nicht. Deshalb habe ich das mit einer Redstone-Technik gemacht. Man kann die Redstone-Technik auch mit einer Redstone-Schaltung machen, dass man dauerhafte Redstone-Schaltungen hat. Muss man aber nicht. Man kann auch sagen, man macht sie hin, immer hoch, runter, hoch, runter. Wenn jetzt die Redstone-Schaltung hier aus ist, ist die Redstone-Fackel an und der Kolben ausgefahren. Ja, dann müssen wir wohl das kurz ohne machen, da ich nicht beides gleichzeitig machen kann. Vom Prinzip her ist es aber ganz einfach. Der Kolben ausgefahren, steht auf dieser Höhe. Die Zombies sind mit dem Kopf automatisch im Wasserspot drinne und müssen automatisch hochschwimmen. Somit müssen sie ganz hochschwimmen, weil sie sonst sterben würden. Und das wollen sie nicht so. Und dann laufen sie automatisch hier in diesen Wasserspot. Das haben wir 16 breit gemacht. Das heißt zweimal Wasserspots, weil das Wasser läuft ja 8 Blöcke weit. Dann werden sie hier hinübergespült. Das Glas habe ich zur Beobachtung hingemacht. Das Ganze kann man auch komplett aus Glas machen. Und dann fliegen sie am Ende hier hinunter und landen hier unten im Wasser. Und dort kann man sie dann auch von hier aus töten. Wie man das jetzt letztendlich baut, ist, also den Eingang zum Töten der Zombies, ist vom Prinzip her egal. Man kann das dem Boden gleich anpassen, man kann es in ein Haus machen, das geht auch. Nur dafür gibt es noch andere Mob-Farmen, da werde ich dann auch noch Tutorials bauen, beziehungsweise zeigen und sie dann im Tutorial bauen, damit ihr seht, wie man das genau macht. Ja. Dann würde ich mal sagen, bauen wir doch einmal diese Mob-Farm. Dazu brauchen wir eigentlich folgende Items nur. Wir brauchen irgendeinen Block, mit dem wir es bauen. In dem Fall mache ich es jetzt mal mit Stein. Wir brauchen später einen Redstone. Wir brauchen später einen Hebel. Wir brauchen zwei Kolben. Wir benötigen einen einzigen Verstärker. Wir benötigen eine Redstone-Fackel. Wir benötigen Schilder dazu. Und dann brauchen wir natürlich noch den Wassereimer.
So, ich hoffe jetzt natürlich nur, dass ich nichts vergessen habe. Aber eigentlich dürfte ich nichts vergessen haben. Gut, doch, doch die Half-Slabs. Dann lassen wir mal die Redstone-Leitungen hier weg. Das brauchen wir momentan eh noch nicht. Momentan brauchen wir nur die Bau-Items. So. Gehen wir mal ein bisschen weg. Dann fangen wir einfach mal hier an. Wir haben ein 4x4 Feld gemacht. Und dann haben wir einen Block gesetzt. Man könnte nicht auch da den Spawner schon draufsetzen. Muss man aber nicht. Wenn man das so macht wie ich's. Dennoch habe ich es so gemacht, da ich das so relativ effektiv finde. Man kann auch später die überflüssigen Steine wieder wegbauen. So. Dann ist hier das Spawner gewesen. Dann habe ich hier die Wand gebaut. So. So. Und da ja die Zombies in einem Umkreis von ein oder zwei Blöcke spawnen und ich ja hier nicht den Weg nach oben bauen kann, werde ich jetzt diese Wand hier wegbauen. Und werde sie um, Moment, ja genau, um einen Block erweitern. So, und dann haben wir jetzt hier Folgendes gebaut schon mal. Hier wird nachher das Wasser langlaufen. Dann werden wir hier nochmal eine Wand ziehen und hier nochmal eine Wand ziehen. Und genau hier wird der Kolben hingesetzt. Das können wir schon mal machen. Und dann werden wir jetzt einfach mal ein bisschen nach oben bauen. Die Höhe, wie weit wir nach oben bauen, ist egal. Ich werde das jetzt nicht allzu weit hoch machen, hoffe ich. Ja, so. Dann werden wir mal wieder dieses gesamte Gebilde hier bauen. So. Wie gesagt, die Höhe ist egal. Wichtig ist nur, dass man später, wenn sie wieder runterfallen sollten, beziehungsweise da, wo sie wieder runterfallen sollen, müssen, tun, dass sie da abgebremst werden, wenn man sie mit Full Life töten will. Das kann sich aber jeder selbst aussuchen. Ich denke mal, jeder weiß, ab wie viel Blöcken man Schaden bekommt. Man bekommt ab 4 Blöcken Schaden. Ne? Man kann es auch ganz einfach testen, indem man selber einfach mal runterspringt. Und dann kann man testen, wo, ab wie viel Blöcken man wie viel Schaden bekommt. Also, wenn ich jetzt hier runterfliegen würde im normalen Modus und hier unten sterben würde, dann könnte ich genau sagen, okay, das ist zu hoch, ich muss das etwas niedriger machen. Ja, dann kommt jetzt der Wasseraufzug. Dazu müssen wir immer Schild, ein Block frei, Schild setzen. Und zwar aus diesem Grund, weil wir nämlich zwischen die Schilder den Wasserspot setzen. So. Also hier kommt zum Beispiel das Wasser jetzt rein, aber wir fangen von unten an, das ist besser. Na, so. Ah, jetzt wird es schon wieder so dunkel, deswegen schnappe ich mir meine Fackel. Nein, kein Pilz, eine Fackel. So, und dann setzen wir mal hier eine Fackel bitte hin. Ah, nee, das geht ja nicht. Shit, Mist. Dann machen wir das mal ganz kurz so. So. Also. So. Jetzt sind wir oben angekommen. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir benötigen ja den Weg hier rüber. Jetzt kann man sagen, man macht entweder 8 Blöcke oder 16 Blöcke. Dies ist vom Prinzip her relativ egal. Weil wir ja sowieso Wasser 8 Blöcke transportiert. Und wenn man jetzt 16 Blöcke macht, dann muss man halt zwei Wasserspots setzen. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich mache meine 16 Blöcke Leitung. Also, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, und weil sie ja nur 16 Blöcke fallen können,
Und wir nicht den 16. Block Wasser runterfallen dürfen, weil sonst das Wasser runterfließt, müssen wir den 17. Block als Fallblock nutzen. Das ist in diesem Fall dann genau dieser Block hier, der jetzt hier runter geht. Und dann werden sie genau hier hinunterfallen. So. Wir widmen uns jetzt mal diesem Problem, das wir hier gemacht haben. Nämlich genau das Problem, dass wir hier Wasser hingesetzt haben, obwohl wir das nicht sollen. Jetzt frage ich mich natürlich nur. Ja, genau. Jetzt habe ich das nämlich komplett falsch gemacht. Ich muss nämlich das abwechselnd machen. Ich muss hier das Schild haben. Und da, wo ich jetzt das Schild habe, den Wasserspot. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das dauert ja auch keine Ewigkeit, das wieder zu ändern. Das ist ja eine Sache von vielleicht 2-3 Minuten höchstens. Und in einem Video werde ich diese Mobform sowieso nicht bauen können, weil das ist einfach eine große Farm, weil das ist jetzt gerade mal der Anfang. Und für den Anfang sind wir jetzt von der Zeit auch schon relativ weit. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall auf 2 oder 3 Videos ändern. Aber daran soll es ja nicht liegen. Ich habe ja Zeit. So, dann machen wir das Ganze gleich nochmal. So, genau, so wollte ich das haben. Ich habe mich schon gefragt, warum ich ganz oben Schild habe. Da hatte ich doch bei dem anderen im Wasser. Jetzt weiß ich es ja, weil ich es ja genau getauscht hatte. Ups. Achso, ja, stimmt. Ich hatte ja die Fackel setzen. Stimmt ja. Jetzt habe ich das ja alles getauscht. Stimmt, ja. Da muss man auch erstmal drauf kommen. So, Dille. Okay. Dann können wir jetzt wieder Wasser setzen. Okay. So, dann ist das hier komplett fertig. So, jetzt haben wir wieder das Prinzip mit der mit dem Kolben. Kolben ausgefahren, kommt hier hoch. Zombies sitzen, beziehungsweise die Mobs sitzen mit dem Kopf im Wasser und müssen hochschwimmen, weil sie sonst sterben würden. Okay. Dann widmen wir uns jetzt mal dem Rüberweg, der 1 breit sein muss nur. Und das ist natürlich auch in dem Fall Vorteil. So. Das Ganze braucht auch nicht allzu viele Materialien. Also das größte Materialien, was man für diese Farm braucht, ist eigentlich die Schilder bzw. die Blöcke am allermeisten. Ist aber auch irgendwie logisch. Also so gut wie jedes Gebäude oder so, was man baut, braucht Blöcke. Also wenn man jetzt ein Haus aus Redstone bauen will, man kann kein Haus aus Redstone Spur legen. Man braucht einen Redstone Block. Man kann auch kein Haus aus einem Dia bauen. Man braucht einen Dia-Block. Und deswegen ist es immer bei jedem Gebäude, egal was man macht, dass man die Blöcke am meisten braucht. Außer man baut jetzt einen Block hin und macht, was weiß ich, 4 Stacks Redstone an diesen Block, weil es einem langweilig ist. Aber dann ist es auch kein Gebäude mehr, sondern ein einfacher Block nur. Und ja, somit zählt das nicht mehr unter Gebäude. So, jetzt haben wir vergessen mitzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann müssen wir nämlich genau hier hoch, weil wir ja hier den einen Block nach oben müssen, weil wir ja mit dem Wasser nur 7 Blöcke bzw. 8 Blöcke gehen können und ich keinen Gegenstrom haben möchte. So. Dann können wir jetzt hier mal kurz ein Schild setzen, damit wir keinen Gegenstrom haben. So, die Zombies fließen hier rein, schwimmen hier lang. Gut, jetzt haben wir hier einen Fehler irgendwie gemacht. Gut, im Dunkeln möchte ich aber auch nicht so extrem bauen. Das ist mir, gefällt mir nicht so,
ganz... Ich weiß auch schon, was ich gemacht habe für einen Fehler. Ich habe das Wasser nämlich zu einem Block zu hoch gesetzt. Ich muss das Wasser nämlich hier hinsetzen. So. Jetzt passt es nämlich schon viel besser. Und so gefällt mir das jetzt auch. So. Und wir müssen jetzt genau hier diesen Half-Step hinsetzen. Dann benötigen wir hier dieses Schild. War das? Ne. Ne. Wir müssen das hier so machen. Genau, genau. So und so. Wenn ich jetzt richtig gebaut habe, dürfte das jetzt so passen eigentlich. Ja, gegen den Strom laufen ist immer schwierig. Und ja, es läuft exakt, aber ich habe ihn zu weit hinten. Ich muss ihn weiter vorbauen. Genau, ich muss ihn am Ende hinbauen. Weil sonst habe ich hier einen schwachsinnigen Block. Und jetzt sieht man schon, ich habe mich vorher schon verzählt. Das heißt, sie schwimmen nur bis hier. Das heißt, wir machen einfach diese Blöcke hier weg. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Blöcke sind Blöcke, die braucht man nicht unbedingt. Außerdem kann man die Blöcke dann wieder verwenden zum Bauen. Wichtig ist, dass man wirklich nur 16 Blöcke hat. Und den 17. Block dann runterfällt. So. Und damit sie nicht rausspringen können, machen wir das mit einem Dach. Muss man aber nicht unbedingt machen. Aber wer Zeit und Lust hat, kann dies gerne tun. So, ich werde jetzt dieses Dach hier noch fertig bauen. Und dann gleich die zweite Hälfte an dieses Video hier anschließen. Da ich mir die Folgen ja auch nicht so arg lange machen möchte. Weil das dauert erstens zum Hochladen und zweitens dauert das dann wieder etwas zu lange, um das anzugucken. So, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge, beziehungsweise in dem nächsten Video vom Tutorial der Zombie-Fabrik. Und tschüss.